Atemberaubende Landschaften kombiniert mit einem fast schon historischen und deutschlandweit mittlerweile einmaligen Fahrzeugeinsatz. Das bietet der Donauteller Radexpress. Zweimal am Tag pendelt dieser besondere Regionalzug über die Donautalbahn von Ulm nach Donaueschingen und zurück. In meiner kurzen Dokumentation erfahrt ihr alles Wichtige zum Fahrtverlauf, dem Fahrplan und den eingesetzten Fahrzeugen. Viel Spaß! Das Donautal mit seiner beeindruckenden Landschaft bietet ein großes touristisches Potenzial. Sowohl für Erholungssuchende als auch für Ausflügler, die sich gerne sportlich betätigen, beispielsweise bei einer Fahrradtour. Für genau diese Reisenden und ihre Fahrräder zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, ist die Aufgabe des Radexpress Donautal. Wie bereits angesprochen, handelt es sich dabei um 2 Zugpaare pro Tag zwischen Ulm und Donaueschingen. Diese sind jedoch keine zusätzlichen Züge, sondern reguläre Regionalexpresse der Linie Ulm-Sigmaringen-Donaueschingen, die lediglich mit anderen Fahrzeugen bestückt werden. Dies zeigt sich bereits bei den Zugnummern und Fahrzeiten, die sich genau in den Takt der genannten Linie einfügen. Es handelt sich um die Züge RE 22306, 321, 318 und 333, also mit Abfahrten in Ulm Hauptbahnhof um 8.17 Uhr und 14.17 Uhr, sowie in Donaueschingen um 11.22 Uhr und 17.22 Uhr. Da der Radexpress jedoch nicht täglich verkehrt und seine Einsatztage mit den Jahreszeiten und Schulferien variieren, hier noch eine kleine Übersicht seiner Verkehrstage. Kommen wir nun zum Fahrtverlauf. Nach dem Verlassen von Ulm Hauptbahnhof in Richtung Nordwesten orientiert sich die Strecke schnell nach Südwesten. Eine Richtung, die während der gesamten Fahrt beibehalten wird. Auf eingleisigen und nicht elektrifizierten Strecken, an denen auch noch zahlreiche Formsignale zu finden sind, verläuft nun die Fahrt Richtung Donaueschingen. Nach knapp 25 Minuten Fahrzeit trifft die Strecke bei Ehingen auf ihren namensgebenden Fluss, die Donau, deren Verlauf sie bis zum Zielbahnhof folgen wird. Kurz vor Herbertingen mündet die Strecke aus Aulendorf ein und nach etwa der Hälfte der Fahrt, kurz hinter Sigmaringen, zweigt die Zollernalbbahn nach Tübingen ab. Im Bahnhof Tuttlingen kreuzt die Strecke die größtenteils eingleisige, elektrifizierte Gäubahn aus Richtung Stuttgart und im folgenden Bahnhof Immendingen trifft sie bereits auf die nächste wichtige Hauptstrecke, die Schwarzwaldbahn von Offenburg nach Konstanz, zweigleisig und ebenfalls elektrifiziert. Diese Strecke wird schließlich noch auf den letzten Metern bis Donaueschingen genutzt, wo der Zug nach knapp 2 Stunden und 15 Minuten Fahrzeit mit 16 Zwischenhalten ankommt. Doch nun zum wichtigsten Punkt, dem Fahrzeugeinsatz, bestehend aus Diesellok-bespannten Zügen mit klassischen Nahverkehrswagen. Einer Kombination, die es als planmäßigen Regionalverkehr nur noch hier gibt. Als Zuglok dient eine Diesellok der Baureihe 218, wobei in seltenen Fällen auch mal die modernere 245 einspringt. In Richtung Donaueschingen schiebt die Lok den Zug, in Richtung Ulm arbeitet sie ziehend. Ebenfalls immer in der Garnitur anzutreffen sind 3 N-Wagen. Der am Ende der Garnitur ist dabei ein Wittenberger Steuerwagen der Gattung BNR DZF. Die beiden Mittelwagen waren während meines Aufenthalts an der Strecke ein zweite Klasse Wagen mit Fahrradabteil der Gattung BNR DZ und ein gemischtklassiger Wagen der Gattung ABNRZ. Im Gegensatz zum Steuerwagen mit seinem dunklen Innenraumdesign und den gemütlichen, durchgehenden Sitzbänken besaßen diese einen heller gestalteten Innenraum mit Einzelsitzen und Informationsanzeigen. Obwohl bereits 2 der 3 N-Wagen ein Fahrradabteil besitzen, kommt vom 11. Juni bis zum 20. Oktober 2019 noch ein reiner Fahrradwagen der Gattung DDUU dazu, der direkt hinter der Lokomotive eingereiht wird und Platz für weitere bis zu 70 Fahrräder bietet. Er ist mit einem eigenen Mitarbeiter zur schnellen und sicheren Verladung der Räder besetzt
und lässt den Radexpress seinem Namen definitiv gerecht werden. Sollte diese lokbespannte Garnitur mal nicht einsatzfähig sein, kann auch ein Ersatz durch Triebwagen der Baureihen 612 oder 644 geschehen, was jedoch sehr selten vorkommt. Enden soll der Einsatz der N-Wagen im Donautal spätestens Ende 2021, womit diese Strecke eines ihrer letzten Einsatzgebiete in Deutschland sein wird. Durch auf anderen Strecken frei werdende Fahrzeuge könnte ein Ersatz auch schon früher geschehen, jedoch gibt es dazu noch keine konkreten Informationen. Das war es dann auch schon wieder mit meinem kleinen Überblick. Hier verlinkt findet ihr noch einmal alle meine Aufnahmen aus Ulm und dem Donautal. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.